They went to Germany. And what did my mom do in Germany? What she always did before the war, in illegal house concerts, during her time in the concentration camps, right after the liberation, singing Yiddish songs kept her, the Shoah survivor, alive. This is Lynn in the beginning of the 50s in East Germany, and her songs became famous, and you will hear her voice of one of those songs who made her really famous. Till today, people remember her singing Es brennt von Mordechai Gewirte. Es brennt, Friedemer, es brennt, bei unserem Städtenlammer brennt. Diese Winden mit ihr Husen, reißen, brechen und zu blusen, stark genug die wilde Flammen, als er umschäumt brennt. Und ihr steht und guckt da so in sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt da so in sich, wie unser Städtle brennt. Es brennt, Friedelich, es brennt, bei unserem Städtelnebuch brennt. Es haben schon die Feier gezogen, das ganze Städtel umgeschwungen, und die Bäse winden huschen, als er umschäumt brennt. Und ihr steht und guckt also in sich mit verlegten Händen. Und ihr steht und guckt also in sich, wie unser Städtel brennt. Brennt von Mordechai Gewirtig became her song. She was singing for many, many years, not only in East Berlin, but all around the world. Let us move on in our story, and before that I want to sing a Yiddish song for you. My mom loved very much, and me as a slowly grown child in a world where the home was very different from the world outside. I learned to speak German on the streets outside, not at home. We never spoke German at home. Die Mama drei Jingerlech gehabt, mit weicher Reute Bäckerlech, mit Deckerlech, mit zarte Samet Glas. Hat eins geheißen Bärle, das zweite kein Schmerle, das dritte hat geheißen, wenn soll mir kaufen Schicht. Ich hab euch abgenannt, ich hab gewusst, ihr wart das dritte kleine Jingerle, das dritte, das bin ich. Das dritte kleine Jingerle, das dritte, das bin ich. Die Mama hat drei Nieserlech von dem Jahrit gebracht. Drei gute, fette Nieserlech, drei Nieserlech erbracht. Ist eins gefängt verbärle, das zweite fahr ein Schmerle. Und gör das fetzte Nieser, hat segelos fahr sich. Ihr wundert sich ein bisschen, fahr wuss nicht mehr an Nieser, no? Du weißt schon? Weil Niesen, weil Niesen, das bin ich. Weil Niesen, weil Niesen, das bin ich. It's a play with the words. Niesele is a nut. And Niesen is also Nathan, the diminutive for Nathan, Niesele. So he was telling the story that the mama had went to the market, and there she bought three beautiful nuts. And the most beautiful nut she took by herself. Why? Because her most beloved nut, Niesele, das bin ich. This is the little boy.